Einen schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es tut mir leid, dass wir etwas später anfangen, aber wir hatten gerade ein kleines Luxusproblem. Aber so ein Problem schätzt man als Veranstalter immer eher als umgekehrt. Wir mussten nämlich noch Stühle reintragen und das dauerte ein bisschen. Mit anderen Worten, an dem Themenbereich Sozialpartner, Arbeitgeber, Gewerkschaften, daran scheint es ein erhebliches Interesse zu geben. Das freut mich. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass wir diese Veranstaltung initiiert haben. Also, lieber Herr Hoffmann, seien Sie herzlich willkommen bei uns hier im Haus der Wirtschaft, bei den Arbeitgebern. Gestern Abend saßen wir schon am selben Tisch, weil meine Kollegen vom BDI einen großen Event hatten. Also, ich freue mich, dass wir uns heute schon wiedersehen. Verehrte Frau Göbel, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, aus Frankfurt hierher zu kommen und die Moderation unserer kleinen Diskussionsrunde nachher zu übernehmen. Das hat mich sehr gefreut. Ich würde jetzt eigentlich noch, nein, einer fehlt uns noch in der Runde, aber ich tue jetzt trotzdem schon mal so, als wären alle da, die ich begrüßen muss. Denn alle Sie, meine Damen und Herren, die Sie hier sind, sind wichtig und deswegen wüsste ich gar nicht, wen ich da herausheben soll. Also begrüße ich Sie alle coram publico in tuto. Aber ich möchte drei Persönlichkeiten extra begrüßen. Ich freue mich, dass Frau Botschafterin, jetzt muss ich, hoffe ich, dass ich kann kein Finnisch, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Koko Ronde, Frau Botschafterin Koko Ronde, die Botschafterin aus Finnland, bei uns ist. Herzlich willkommen, Exzellenz. Dann steht bei mir, dass ich jetzt den Botschafter, das ist auch schwierig, Takeshi Yaki begrüße. Das ist der japanische Botschafter in Deutschland. Der ist aber noch nicht da. Aber er kommt gleich. Also wenn er gleich kommt, dann sagen Sie ihm bitte alle, ich hätte ihn schon mal begrüßt. Und ich freue mich ganz besonders, das sage ich mit vollem Herzen, wir hatten uns eben schon hier kurz begrüßt. Ich freue mich, dass der Botschafter Clark Price bei uns ist. Der ist Gesandter für Wirtschaft in der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Ganz herzlich willkommen in nicht einfachen Zeiten bei uns bei der Wirtschaft in Deutschland. Und damit bin ich bereits bei einem Thema. Dass wir nicht in ganz einfachen Zeiten leben, egal von welcher Perspektive man jetzt über die Meere sich das anguckt, ist uns allen, glaube ich, klar. Es herrscht Unruhe in der Welt, es herrscht auch Unruhe, aus der sich Unsicherheit entwickeln kann in der Weltwirtschaft. In Europa belastet uns mental, emotional, aber durchaus auch in den Fakten der anstehende Brexit, dass Großbritannien sich aus dem Europäischen Verbund durch eine Volksabstimmung lösen würde, haben, glaube ich, die allerwenigsten, wenn überhaupt irgendeiner im Saal ist, der sich das hat vorstellen können. Also die allerwenigsten werden sich das vorgestellt haben. Aber so ist die Entwicklung. Und da muss man hinterfragen, hätte man das ändern können, hätte man aber wahrscheinlich in England ändern müssen, etwas weniger bei uns in Berlin. Aber wie gehen wir mit dieser Situation um? Mit Sicherheit bringt sie eine Unruhe in unsere Situation, in unsere europäische Volkswirtschaft, in die einzelnen Volkswirtschaften Europa, aber auch darüber hinaus, weil ein Bruch immer eine Situation ist, die gefühlt nicht nach vorne wirkt, sondern etwas zerstörerisch ist. Ich befürchte, das wird auch so sein. Und trotzdem müssen wir aus dieser Situation etwas entwickeln, das dann, und sei es in einem späteren Schritt, wieder nach vorne führt. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten, Herr Botschafter, beunruhigt uns auch in Deutschland und Europa und, soweit ich wahrnehme, von Geschäftspartnern in der ganzen Welt auch auf anderen Kontinenten. Ich habe mir immer zur Regel gemacht, und in Deutschland, glaube ich, wird das generell eigentlich auch so gehandhabt, wenn jemand eine neue Verantwortung übernommen hat, ein neues Amt hat, dann hat er erst einmal 100 Tage, um sich hineinzufinden, bevor man, ich sag mal, sich in allen Schritten sofort kritisch mit ihm auseinandersetzt. Diese 100 Tage würde ich auch gerne
für meine Beurteilung der Gesamtsituation, wie sich die amerikanische Politik entwickeln mag, auch für die Vereinigten Staaten gelten lassen. Nichtsdestotrotz kann ich nicht verhehlen, dass die ersten Tage bei mir wieder ein Gefühl der Unsicherheit entwickeln, und zwar ein erhebliches, was nicht ausschließt, dass am Ende der 100 Tage vielleicht doch manches nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Aber in den ersten Tagen habe ich, und da teilen, glaube ich, ganz viele Menschen, nicht nur in unserem Land, sondern auch in Europa und darüber hinaus, meinen Eindruck, dass der Wahlkampfmodus noch zu sehr Tagesgeschäft ist dort. Und das, was wir an Nachrichten bekommen, ist verstörend. Und es ist verstörend, weil es so völlig anders ist, als ich es, seitdem ich als Schüler vielleicht die amerikanische Politik angefangen habe zu beobachten, in vielen, vielen Besuchen in den Vereinigten Staaten mit Freunden dort habe diskutieren können. Es ist verstörend, weil es den Eindruck auf mich macht, dass eine Weltmacht sich von ihrer Verantwortung in der Welt zurückzieht. Ich meine also nicht die einzelnen, die kleinen Teile, die Frage, ob es volkswirtschaftlich sinnvoll oder grober Unfug ist, neben einem großen Zaun noch eine große Mauer zu bauen, sondern die Tatsache, dass der Eindruck entsteht, eine Weltmacht zieht sich auf das eigene Territorium zurück und verlässt damit die Weltbühne. Das ist eigentlich das für mich Verstörendste. Und ich hoffe und wünsche mir, dass eine so starke Nation, wie es die Vereinigten Staaten sind, diese Abkehr von der Welt, von seinen engsten Nachbarn, von seinen besten Freunden, von seinen Wirtschafts- und Handelspartnern rund um den Globus nicht letztendlich in der Form vollzieht, wie es in den ersten Tagen den Eindruck machen kann. Jetzt hoffe ich wieder auf die ersten 100 Tage und auf die Zeit danach. Eine Weltmacht, die sich aus der Welt zurückzieht, hinterlässt naturgemäß ein Vakuum. Und so schwer es mir auch fällt, mir vorzustellen, wie dieser Rückzug der Weltmacht aufs eigene Territorium sein soll, noch schwerer fällt es mir, mir vorzustellen, wie dieses Vakuum gefüllt wird. Ich bin mir nur völlig sicher, dieses Vakuum wird gefüllt werden. Und das macht mir noch mal so viel Sorgen. Ich wünsche mir sehr, dass der neu gewählte amerikanische Präsident, den ich nur aus den Medien kenne und der mir wie vielen anderen auch durch verbale Äußerungen sympathische Gefühle entwickeln konnte, dass dieser amerikanische Präsident aus der großen Nation der Vereinigten Staaten von Ratgebern umgeben wird, so wie das bei allen vorangegangenen Präsidenten der Fall war, die diese Verantwortung, die ein so großes Land für die Welt hat, ihm nahebringen und dann auch am Ende zu anderen und besseren, die Welt begleitenden Entscheidungen führen, wie wir das in den ersten Tagen wahrnehmen durften. Ja, vielen Dank. Ich sage das auch ganz bewusst in aller tief empfundenen Freundschaft, die ich zu den Vereinigten Staaten empfinde, wo ich so oft gewesen bin. Meine Frau habe ich in Atlanta, in Georgia kennengelernt, als wir beide dort gearbeitet haben. Ich gebe zu, wir kommen beide aus Bremen, aber dort haben wir uns kennengelernt. Also die Vereinigten Staaten sind eigentlich für mich ein Beispiel, wie man Menschen zusammenbringt und nicht wie man Menschen trennt. Und ich wünsche es mir, Herr Botschafter, Sie werden es mir verzeihen, dass ich das in dieser Form hier so gesagt habe, hoffe ich. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, bevor ich zum Thema Sozialpartnerschaft, zu unserem Hauptthema komme, möchte ich Ihnen eine kleine Anekdote, ein kleines Beispiel von einer Veranstaltung, die gerade 10 Tage zurückliegt, schildern. Sie wissen das vielleicht, dass ich aus Bremerhaven komme, also aus dem kleinen Bundesland Bremen. Und in Bremen gibt es das Unikum, dass wir jedes Jahr die Eiswette feiern.
Seit dem 19. Jahrhundert, seit fast 200 Jahren, wetten wir darauf, ob die Weser nun zufriert oder nicht. Und nicht nur am Klimawandel liegt es, dass sie nicht zufriert, es liegt daran, dass die Weser begradigt wurde. Aber wir wetten weiterhin. So ist das nun mal mit traditionsreichen Veranstaltungen. Die Eiswettfeier, die vor 10 Tagen stattfand, ist sozusagen die Mitgliederversammlung. Und die machen wir mit Gästen. Soweit kennen Sie das, glaube ich. Auf dieser Mitgliederversammlung werden immer neue Mitglieder aufgenommen. Und weil naturgemäß in einem jeden Jahr auch einige versterben und das soll sich in der Waage halten, also werden einige Mitglieder aufgenommen. Bei dieser Aufnahmezeremonie müssen die Mitglieder einiges schwören, und zwar öffentlich vor 800 Gästen. Unter anderem müssen sie schwören, Schiffe zu bauen, Schiffe zu beladen, Schiffe in Fahrt zu bringen und im Zweifelsfalle zu reparieren und niemals Schiffe zu zerstören. Mit anderen Worten, sie müssen schwören, Brücken zu bauen und nicht Brücken zu zerstören. Wenn ich mir dieses Bild vor Augen führe, Brücken bauen und nicht Brücken zerstören, dann frage ich mich manches Mal, wenn ich morgens nach beim Frühstück die Zeitung lese, wo sind sie eigentlich geblieben, unsere ganzen Brückenbauer? Wo sind sie geblieben? Sind sie weg? Oder wollen die Menschen heute weniger Brücken? Das kann eigentlich nicht sein. Zwei Ufer eines Flusses zusammenzubringen, auch über einen Atlantik hinweg, ist doch eigentlich das Ziel seit Menschengedenken gewesen. Was also hat sich denn geändert, dass Menschen und Verantwortungsträger, nicht nur in den Vereinigten Staaten, wir haben auch in Europa solche Bewegungen, plötzlich auf das Bauen von Brücken verzichten und Brücken lieber einreißen, um das Trennende zu manifestieren? Was ist das für eine Entwicklung? Oder liegt es daran, dass diejenigen Menschen, die es gewohnt sind, die Flüsse und die Ozeane zu überqueren, das als selbstverständlich inzwischen hinnehmen und nicht mehr wahrnehmen, dass man dafür sich einsetzen muss und dass man dafür kämpfen muss? Wenn ich morgens die Zeitung lese, wie gesagt, sehe ich nur die Schlagzeilen derjenigen, die Brücken zerstören wollen. Was ist das für eine Welt geworden, dass entweder keine anderen da sind oder die anderen sich nicht öffentlich so äußern, dass die Medien sie auch wahrnehmen? Ich sage mal, auch plakativ wahrnehmen. Wo kommen wir hin, wenn den Kritikern der Brücken mehr Raum in der Berichterstattung eingeräumt wird als den Brückenbauern? Aber meine Damen und Herren, in der Welt leben wir im Moment. Auch in der Tagesschau, in den Nachrichten, im Rundfunk, in den Zeitungen, im Internet sowieso. Überall werden diejenigen, die Konflikte schüren, denen wird mehr Raum eingeräumt als denjenigen, die versuchen, Konflikte zu befrieden und die Brücken bauen. Meine Damen und Herren, und damit, lieber Hoffmann, bin ich bei uns, bei der Sozialpartnerschaft. Es soll sogar, höre ich hin und wieder, Kritiker der Sozialpartnerschaft geben. Wir beide gehören nicht dazu, deswegen sitzen wir hier zusammen. Damit es aber nicht zu langweilig wird, weil der Eindruck entstehen könnte, die beiden sind ja immer einer Meinung, das sind wir übrigens nicht, was manches Mal die Streiksituation in Deutschland darstellt. Aber was den Wert der Sozialpartnerschaft angeht, da sind wir relativ dicht beieinander. Aber wir haben Frau Göbel dazu eingeladen, die uns seit Jahren auch ein bisschen kritisch begleitet immer. Also Frau Göbel, heute müssen Sie ein bisschen für den Zündstoff sorgen. Herzlich willkommen nochmal. Es ist doch mitnichten so, dass sich zwei Menschen, die sich oder zwei Gruppierungen, die sich für eine Sozialpartnerschaft einsetzen, so wie sie Deutschland nach meinem Verständnis groß gemacht haben. Aus der Zeit der tiefsten Depression, Ende der 40er Jahre, sind wir mit der sozialen Marktwirtschaft, wo ein wesentlicher Baustein die Sozialpartnerschaft ist, in eine Situation hineingewachsen, die uns heute schon wieder vorgehalten wird, nämlich wir wären zu leistungsstark. Und nun wäre es, was durfte ich heute lesen, der durch uns niedrig gekämpfte Euro
der uns diese Leistung weltweit ermöglichte. Also erstens ist die Diskussion bei uns ja nicht so, dass wir es niedergekämpft hätten. Wir hätten ihn ja gern ein bisschen höher. Wir hätten auch gerne etwas teurere Zinsen von der EZB. Also wir waren es nicht, die den Euro niedergekämpft haben. Abgesehen davon, so niedrig ist er nun auch nicht, denn die Phase hatten wir schon. Aber dass der Wirtschaftserfolg unseres Landes, der Exportüberschuss, um es auch mal beim Namen zu nennen, nicht am niedrigen Euro liegt, sondern an der Qualität der Dienstleistungen und Produkte, das muss hin und wieder auch nochmal öffentlich gesagt werden können. Auch als der Euro bei 1,35 stand oder woanders, waren wir, glaube ich, Exportweltmeister. Oder in einigen wenigen Jahren Zweiter. Also jedenfalls ganz oben. Es sind die Produkte, die weltweit Anerkennung finden. Es sind die Dienstleistungen, die Zuverlässigkeit, die weltweit Anerkennung findet. So wie es auch Produkte aus anderen Ländern gibt, die bei uns höchsten Maße Respekt finden. Wenn ich an die ganzen modernen Technologien denke, Herr Botschafter, ich war im Ende letzten Jahres noch im Silicon Valley, also was da kommt, wird hierher exportiert. Machen die gut, die Googles dieser Welt, auch wenn wir manches Mal Sorgen und Kritik haben. Aber mein Handy stammt von da, wie wahrscheinlich viele andere Handys auch. Also, wenn ein Produkt gut ist, eine Dienstleistung gut ist, dann wird sie weltweit wahrgenommen und gekauft. Und so ist es zum Glück auch mit der deutschen Wirtschaft. Was wir hier herstellen, findet weltweit Anerkennung. Und das möchte ich gerne, dass wir das verteidigen können. Da sind wir beide Sozialpartner in der gleichen Verantwortung, uns dafür stark zu machen. Aber es gibt natürlich Fragen nach der Zukunftsfähigkeit unserer Sozialpartnerschaft und um die wird es nachher gehen. Wir wissen, dass die Tarifbindung auf beiden Seiten ein bisschen schwindet. Auf beiden, nicht nur bei uns, auch nicht nur bei den Gewerkschaften, auf beiden Seiten. Nichtsdestotrotz, das Bundesarbeitsministerium hat in seinem Tarifforum, heißt das glaube ich, Tarifbericht für 2016 bekannt gegeben nochmal, dass etwa 60% aller Betriebe in Deutschland der Tarifbindung unterliegen, mittelbar oder unmittelbar. Und 80% der Beschäftigten in unseren deutschen Betrieben direkt oder mittelbar der Tarifbindung unterliegen. So schlecht ist es nicht, aber wir kennen den Trend. Und der Trend ist negativ, das wissen wir beide. Also, die Tarifbindung schwindet, die Frage nach der Zukunftsfähigkeit stellt sich also. Die Produkte und die Dienstleistungen werden differenzierter in Deutschland. Darauf müssen wir reagieren, das wissen wir beide. Wir sind uns noch nicht ganz einig, wie. Da haben wir etwas unterschiedliche Rezepturen, die wir da in den Kochtopf tun. Daran muss gearbeitet werden. Ein weiterer Grund ist, also die Frage lautet, wie können wir auf diese Lösungen reagieren, auf diese Probleme, mit welchen Lösungen? Aus unserer Sicht, wir müssen die Flexibilität stärken, die Spielvarianten vergrößern in den Tarifverträgen, wenn wir die Erkenntnis haben, dass die Produkte und die Dienstleistungen heute differenzierter auch hergestellt werden als vielleicht in früheren Jahrzehnten, dann müssen wir darauf reagieren. Wir müssen die Friedenssicherung innerhalb unseres Systems stärken. Wir beide waren gerade vor einer Woche gemeinsam vor dem Bundesverfassungsgericht, um die Tarifeinheit zu verteidigen, die 60 Jahre lang in Deutschland Situationen weitestgehend vermieden haben, so wie wir sie in den letzten 4 Jahren seit 2010 erlebt haben, wo weder der Bahnverkehr noch der Flugverkehr halbwegs abgesichert laufen kann. Wir müssen die Regelungen zur Arbeitszeit anpassen, wenn sich die Arbeitsstrukturen in den modernen Dienstleistungen verändern. Das wollen wir auch beide, wir sind uns noch nicht über die Rezeptur einig. Und wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, die eben so hoch ist, dass sich andere darüber ärgern und mit den falschen Argumenten darauf einschlagen, diese Wettbewerbsfähigkeit müssen wir für die Zukunft absichern. All diese Rezepturen stehen zur Diskussion an und werden uns in den nächsten 10 Jahren, lieber Herr Hoffmann, sicherlich besonders beschäftigen. Und deswegen machen wir heute diese Veranstaltung. Ich danke Ihnen, dass Sie alle gekommen sind. Und ich freue mich auf diesen Vormittag mit Ihnen. Vielen Dank.